In diesem DeLorean steckt alles, was in Doc Browns Zeitmaschine auch steckt. Sogar ein Fluxkompensator. Etwas geschrumpft auf 2/3 der Originalgröße ist das Modell zum großen Teil im 3D-Drucker entstanden. Im Keller von Jan Wittholz. Das erste Teil, eine Felge, die der Ingenieur mit einer speziellen Software erstellt. Das ist wirklich die kreative Arbeit. Das muss ich modellieren und auch schon im Hinterkopf haben, wie will ich es drucken. Wenn ich dann am CAD-System fertig bin, muss das Ganze in eine zweite Software hinein und die nennt sich Slicer. Und Slicer heißt es deswegen, weil er das Teil in Scheiben zerschneidet und für den 3D-Drucker aufbereitet. Die Daten werden in den 3D-Drucker geladen und los geht's. Jan Wittholz hat handelsübliche 3D-Drucker für seine Zwecke leicht modifiziert. Über 1100 Stunden haben die Drucker an den Teilen gedruckt. Dabei stößt der 3D-Druck schnell an seine Grenzen. Wenn du in die Luft druckst, ne? Überhänge kann man nicht drucken. Man kann nicht einfach ein Würstchen in die Luft drucken, weil es nichts hat, worauf es bleibt. Es kann sein, dass man die falschen Temperaturen einstellt, wo das Material einfach dann nicht schmelzen will, ne? Wie eine Heißklebepistole, die zu kalt läuft oder eben auch zu heiß, ne? Dass die Bauteile dann nichts werden, weil die Lage, die davor gedruckt worden ist, noch nicht erstarrt ist, bevor die neue Lage draufgedruckt wird. Er ist fertig. Viel Ideenreichtum und Geduld braucht's für so ein Projekt. Hier noch eine 7-Segment-Anzeige rein und schon ist die Geschwindigkeitsanzeige für den Mini DeLorean fertig. Das Chassis hat Jan Wittholz aus Bausatzteilen zusammengesetzt. Über 700 Stunden Bau- und Bastelzeit stecken drin. Das lockt auch den ein oder anderen echten DeLorean-Fan an. Nur 9000 Stück wurden von dem Kultauto der 80er gebaut. Servus. Hi. Schön, dass du da bist. Geil. Schönes Auto. Hey. Ebenfalls. Hey, schön, dass du da bist. In Deutschland gibt es noch etwa 300 Originale. Dass der Jan da wirklich so viel Wert auf das Detail gelegt hat, in dem Modell wirklich die Einzelheiten aus dem Film nachzubilden. Das ist schon faszinierend, ja. Ich kenne jetzt nur das Original, habe natürlich auch selber kleine Modelle von Matchbox und so weiter. Aber das ist ja wirklich Liebe zum Detail und von null auf selber gebaut. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt puff, ne? Ohne Worte. Fahren kann der Mini DeLorean natürlich auch. Bald wird er als Ausstellungsstück auf Messen zu sehen sein.